Also wenn sich was ändert, dann was würde ich Die Agentur gibt es seit 1996. Wir haben quasi als Studenten angefangen, einen italienischen Kunden, Stone Island, damals bekommen, durch Zufall, und sollten für die CD-ROMs machen. Wir haben quasi mit einem Fashion-Kunden angefangen und haben uns da so drauf spezialisiert. Wir haben da so Schwerpunkte. Jeder weiß vielleicht vom anderen, was er kann. Beziehungsweise, was noch viel wichtiger ist, man weiß von sich, was man nicht kann. Ich bin halt kein Art Director und ich, Christiane, kann keine Kamera halten. Bei Fashion ist es vielleicht deswegen auch so, dass ich da immer nur so mit einem Fuß, nicht mit zweien drin. Ich verstehe es auch oft nicht. Also ich habe keine Ahnung von Make-up, warum auch. Ja, wo soll ich das denn geübt haben? Und bin auch kein Stylist. Also das sind Sachen, die ich kann es inzwischen grob beurteilen, wann das ganze Ding rund ist, wann die Bildsprache und das Licht mit dem funktioniert, was da drauf ist. Aber ich kann nicht, also beim Fotografieren auch nicht sagen, wann die Haare stimmen. Und da kommt das Teamplay wieder rein. Dafür ist vor allen Dingen Christiane eigentlich der Schaltpunkt. Ja. Das hat eine Weile gedauert, aber wir haben inzwischen so das große Glück, dass wir in so einer Position sind, dass wir das Vertrauen haben auf vielen Ebenen. Also es sind jetzt auch keine Budgets, die wir verwalten, die so wahnsinnig groß sind, dass das so ein riesen Risiko für die jeweils Marken, auch wenn es große Marken sind, sind das jetzt nicht die Budgets, die dann gleich so schwer wiegen, dass man da kein Risiko mehr eingehen kann. Aber es ist schon so, dass wir offensichtlich ein großes Vertrauen haben, weil ich merke es einfach daran, die Leute gehen uns nicht auf den Keks. Also das ist, die schicken uns eine Kiste Klamotten und sagen, macht mal. Wir sind eine GmbH. Das ist mehr oder weniger unser Ehevertrag, den wir nicht haben. Wir sind ein Familienunternehmen. Und es gibt halt bei uns tatsächlich keine Trennung zwischen Leben und Arbeiten. Ja, dummerweise nicht mal für die Kinder, die müssen auch mit, obwohl die kommen gerne hier, aber die müssen da auch immer mit. Ja, nee, es funktioniert sogar ganz gut. Also es ist auch nicht so, dass das reibungslos ist. Das ist immer so ein Quatsch, das sagen. Es ist immer alles total harmonisch. Oder dass man sagt, ja, nee, wir reden zu Hause nicht über die Arbeit. Das ist alles eins bei uns. Und wir streiten uns auch vor den Kindern über die Arbeit. Da geht es ja nicht mal um Geld, da geht es einfach nur um Quatsch. Es geht ja bei Fashion nie um irgendwas Wichtiges. Das Magazin, das ist eigentlich das Beste, was wir hätten machen können. Und manchmal ärgere ich mich, dass ich das nicht schon viel früher gemacht habe, weil ich es auch wusste, dass es so sein wird. Das Magazin gibt uns natürlich sehr viel Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite haben wir ein Projekt, an dem wir unsere Visionen auch zeigen können, weil mit einem Kunden sind wir natürlich auch immer limitiert. Und mit dem Magazin können wir noch mal ganz anders an die Sache rangehen und unsere Vision von einem modernen Modemagazin zeigen, was wiederum unsere Kunden inspiriert und auch viele dann kommen und sagen, wir hätten gerne genau dieses gleiche Lebensgefühl, genau diese gleiche Idee für uns auch. Also die verstehen dann viel besser, was wir eigentlich machen, und dadurch haben wir auch schon neue Projekte bekommen. Das Magazin machen, das macht uns sehr viel Spaß. So ein Publishing-Haus zu werden, das fänden wir schon sehr gut. Also wenn wir die Möglichkeit haben, das alles finanziert zu bekommen und nur noch Magazine zu machen, hätten wir auch kein Problem damit.